Hallo erstmal, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, das wird ein neues Let's Play mit Subnautica leicht gemoddet. Es sind einige Mods reingekommen, die ein paar Elemente dazu führen, ein paar Elemente das Spiel aber nicht so einfach machen, dass man einfach nur durchswitcht, sondern einfach ein bisschen, ja, ich sag mal Grafik, mehr Nahrung und so ein bisschen was. Aber das schauen wir uns da ganz besten mal im Spiel an. Dazu starten wir es einfach mal. Wir machen ein neues Spiel Überleben. Ich habe das schon mehrmals ausprobiert, dass die Mods auch stabil laufen. Habe auch schon mehrmals angefangen, das Spiel aufzunehmen. Dann hat aber die Tonspur mit der Videospur nicht gestimmt. Das waren einige Unstimmigkeiten. Der Anfang dürfte mir jetzt relativ leicht fallen. Das Spiel habe ich schon mal in der Alpha- oder Beta-Version, also in der relativ frühen Version gespielt. Habe mal reingeschaut, war es damals schon interessant. Ist es jetzt immer noch. Dadurch, dass sich das die Grafik ein bisschen verbessert hat, finde ich. Und na nun warten wir mal, bis das Ding gestartet ist. Und dann... Ja, Rettungskapsel, neue Erde, also neuer Planet. Und lasst uns überraschen, was passiert. Sicherlich wird der ein oder andere Fehler mir auch noch passieren. Ich bin nicht perfekt, ich bin relativ neu bei der ganzen Sache. Ist aber meines Erachtens, mir ist das egal. Ich mache einfach Spaß dran und wem es gefällt, der kann es sich angucken. Und wem es nicht gefällt, jo, der kann einfach weitergehen. Das soll auch nicht so das Problem werden. Ich hoffe, dass das mit dem Mikro dann so einigermaßen stimmt. Ja, der wunderbare lange Ladebildschirm. Erinnert mich ein bisschen an Elder Scrolls oder Fallout 4, Fallout 76. Weiter mit einer beliebigen Taste. Das kriegen wir hin, ohne hart zu saufen. Und dann geht's los. Ich werde die Videos immer so ungefähr eine dreiviertel Stunde machen. Halbe, dreiviertel Stunde, weil drunter habe ich mehrfach versucht. Das funktioniert einfach nicht. Komme ich nicht hin. So, da oben sehen wir noch wunderschön, wie es anfängt zu verglühen, explodiert. Wir sitzen in einem wundervollen Ikea-Stuhl und dann gleich der Parabelflug des Feuerlöschers. Einwandfrei. Sehr schön. Ein 1,0. Klatsch, damit war es erstmal vorbei. So, na jetzt muss er nur noch aufgehen, der Ikea-Stuhl, dass wir da wieder rauskommen. Ja. Und dann geht's für uns los. Nehmen wir uns den mal und tun mal gucken, ob wir Feuer löschen, ohne dass wir gleich anzünden. Ich bin da regelmäßig immer angebrannt bei. Und das ging doch relativ gut. Okay. Ja, danke Altera, dass wir hier landen durften. Mehr kann man dazu nicht sagen. Is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Viel Glück. Na, danke schön. Das werden wir wohl brauchen. So, dann machen wir das mal zu. Das heißt, wir brauchen primär Nahrung, Wasser und Rohstoffe. Ich habe ein paar Slots mehr drin, weil die 1, 2, 3, 4, 5 oder die wenigen Slots, die waren mir einfach viel zu wenig. Bei den ganzen Sachen, die man kriegt, finde ich, ist es günstiger. Das nehmen wir gleich mal mit. Titan ist immer gut. Das war ungesund. Ganz großes Mango immer, ich vergesse mal den Sauerstoff. Da hat mir gestern schon bei den Aufnahmen eine Frau einen Zettel hingelegt. Ich soll immer noch 30 Sekunden auftauchen, wenn dies ankommt. Ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ich gebe es zu, ich bin abgesoffen. Mehrmals abgesoffen. Böse abgesoffen. Obwohl es so wunderschöne Hirnkorallen gibt, die ich immer gerne in Tankstellen oder Pumpstationen, die genau das machen, den Sauerstoff auffüllen.
Deswegen wird auch als allererstes die Baustoffflasche abgedatet, dass wir die Größe haben. Und Futter, ja. Wichtig ist auch immer zu sehen, dass wir Wasser haben, dass wir was zu essen haben. Da ist unsere noch eine Pumpstation, da gehen wir gleich mal ran. Na. Jetzt haben wir es. 45 Sekunden sind auch nicht viel, wenn man es richtig nimmt. Ein bisschen Kupfer. Glas, also Kristallquarz, das wird Glas dann später. Wie sagt man eigentlich immer entgegenschwimmen, habe ich jetzt so gehört. Das hat diesmal ganz gut funktioniert. Wir gehen mal in Sauerstoff. Wurde mir gestern so mal gesagt, dass wenn der so ein bisschen zornig ist, dieser Fisch, wenn der explodieren will, einfach entgegenschwimmen, umdrehen und fliegen und dann soll das eigentlich funktionieren. Bis jetzt war es ganz gut. Ich habe immer einen Haufen Schaden genommen. Aber hier möchte ich ehrlich gesagt erstmal noch nichts wegnehmen, weil ich nicht weiß, was kann ich davon scannen und was nicht. Das ist immer so die Frage. Wir brauchen noch ein bisschen was zu futtern. Halt, mein Essen. Ja, Sauerstoff, ich sehe das schon. Also wie gesagt, momentan große Sprünge, im Moment noch nicht. Und noch ein bisschen Schrott mit. Den nehmen wir einfach mal mit. Ich traue mich jetzt auch ehrlich gesagt im Moment noch nicht tiefer zu tauchen. Weil ich Angst habe, dass ich nicht wieder hochkomme. Ach, ganz schnell die Sicht der Map. Ich habe eine Map drin. Hier ist sie. Da können wir uns die Biome anzeigen lassen. Dann lassen wir uns die Raumkapsel so anzeigen. Dann sehen wir die leichter. Dann ist nicht alles blau in blau. Da ist er. Fisch. Was ist mein Fisch? Das ist auch, ich habe es auch, was ich auch lernen musste, gebratene Fische verderben viel schneller, als wenn sie, als wenn man sie in Salz eingetaucht werden, also gepökelt werden, klar. Ist eigentlich irgendwo logisch, wenn es gebraten ist, dass gar trotzdem irgendwann immer schlecht durch die Bakterien und Salz konserviert, so rum. Das habe ich gesucht, das Wort. Deutsche Sprache, schwere Sprache manchmal. Nein, das Ei lassen wir liegen, das nehmen wir nicht mit. Wie gehe ich denn noch? Wie gehe ich denn? Ich will den haben. Ja. Sauerstoff. Ist jetzt ganz gut, wir sind noch nicht abgesoffen. Kann aber noch passieren, also ich sag niemals nie. Ja, sagt man immer so. Sag niemals nie. Weiß nicht, was noch reinzukommen. Halt, komm hier. Fische kann man auch roh lagern, das heißt, ohne sie zu verarbeiten, zu salzen, zu braten oder sonst irgendwie. Dann nicht, denn das werden wir auch mal probieren. Das heißt, ein paar. Komm, hol jetzt hier. Oxygen. Ja, Sauerstoff. Ach, ich habe wieder was in der Hand hier. Das ist so wieder gerade so. Das war jetzt wieder so ein Moment. Wo da unten noch wieder eine Pumpstation ist, sehe ich gerade. Ich lasse mich doch wieder verleiten. Ich
tue es wieder. Was eigentlich ungesund ist. Oh. Oh. Dankeschön. Da gibt's nichts, da ist nichts. Halt, Fisch, Fisch. Danke, Fisch. Hallo, Fisch? Ja, ich muss langsam wieder auftauchen, oder ich gehe nochmal in die Pumpstation. Ist etwas, ja. Mache ich gleich. Wir brauchen eh noch Schmierstoff bzw. Silikon. Das haben wir ja auch noch nicht. Ich würde sagen, Inventar leer gemacht, gucken, ob wir eine Flasche kräften können und dann machen wir weiter. Und nicht ganz so wenig Aufwand. Den nehmen wir raus. Das ist immer, wenn du das rausnimmst, hast du das im Slot drin und dann wird das rot angezeigt. Ist ein bisschen, ja, nicht so schön. Also schmeißen wir das ganz einfach hier wieder raus. Dann gehen wir gleich noch auf die Seite. Gucken wir, was wir haben. Was können wir denn machen? Eine Batterie. Ja, stellen wir mal schon eine her. Ich hatte gestern einen wunderbaren Silberflug, das heißt, ich habe Silber gesucht, gefunden und bin dann jedes Mal gestorben, wenn ich das Silber hatte. Es war einfach phänomenal, katastrophal. Oh, den Scanner, den können wir machen, ne? Dann machen wir den gleich. Das ist gut, Essen. Wasser. Wasser. Wir machen uns einfach mal Bratfisch, ein bisschen was, 2, 3, 4 Stück, die werden wir gleich verspeisen. Haben wir hier schon was? Was sind diese extra Boxen? Sehr gut. Die Flasche kriegen wir auch schon hin. Die zweite. Damit haben wir dann 75 Sekunden was Sauerstoff. Nein, das will ich noch nicht. Okay. Das haben wir, das haben wir Essen. Das sind die Rezepte, was ich machen könnte, wenn ich Salz hätte. Habe ich aber noch nicht. Wasser. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Da haben wir nichts mehr. Ja, man könnte es ja herstellen, wenn man jetzt 4 Titan, eine Flasche, Glas, das heißt, Glas, kann man das? Nein, fehlt uns noch Quarzglas. Das funktioniert noch nicht. Na gut, da sind wir ja schon mal ganz gut vorangekommen und sind noch nicht gestorben, obwohl es knapp war das erste Mal. Ja, gar nicht mal so schlecht. Das da hinten hin. So, das Medipack nehmen wir mit. Was haben wir eigentlich? Ich glaube, wieder die falschen Tasten. Das ist immer noch dasselbe Problem mit den falschen Tasten. Gut, dann warten wir mal ab jetzt weiter. Das rüber, 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 rüber. Das nehmen wir nicht mit, das nehmen wir nicht, das, das und das auch nicht. Und
das Wasser können wir noch da lassen. Wir können auch ein Notfallpaket mitnehmen. Was wir nicht dran haben wollen. Wieder die falsche Taste. Ich bin das von den anderen Spielen so gewohnt, dass du Escape drückst und dann. Ja, yeah, wir haben Nacht. Später. Vor allem wichtig, Wasser und Essen erstmal, dass wir hier nicht verhungern oder verdursten. Das ist mir bei den anderen Spielen, oh, nach oben, regelmäßig passiert. Was ist noch drin? Es ist noch Easy Crafting drin. Also das Spiel ist nicht ganz Vanilla. Ich hatte es gedacht, wir machen es ein bisschen anders. Easy Crafting. Das heißt, du musst nicht jedes Mal hin und her laufen, wenn du was kräften willst. Da wird innerhalb von einem Umkreis, glaube ich, von 50 Metern. Sieht er die Sachen, was er zum Kräften braucht? Aus den Kisten, Schränken, was auch immer raus. Und kannst somit auch besser kräften. So, wir müssen das mal hoch. Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Ja, ich sehe es. Ganz wichtig. Sauerstoff. Das Glas, ja. Das nehmen wir noch mit. Ich weiß genau, wenn ich jetzt wieder hier abtauche, das wird zu tief. Das sieht heiß und gefährlich aus hier. Das klang nicht gerade günstig. 30 Sieht mir das jetzt irgendwie Leben ab, wenn ich hier eintauche? Wird. Gerade so. Aber wirklich gerade so. Gut, erstmal zurück zur Basis. Gucken wir mal, was wir herstellen können. Auch wenn ich zugebe, dass ich liebend gern mal reingeguckt hätte, noch tiefer. Sekunden. Da sind die Wunden 30 Sekunden wieder. Das Inventar scheint eh voll zu sein, also wo ist er? Da, also unsere Station. Packen wir uns da erstmal zurück.
Mach einen ganz tiefen entspannt erstmal. Ein Messer vielleicht dürfte jetzt drin sein. Wäre auch ganz gut. Einfach mal, was wir jetzt noch machen können. Noch eine Batterie. Sehr gut. Silikon. Ja. Damit können wir Schwimmflossen machen. Damit können wir das Messer machen. Sollte jetzt funktionieren. Ja, Fahrzeug und sowas. Nur dann die Seemotte haben und was andere noch dazu. Glas. Wie viel Glas kriegen wir? Einmal, zweimal? Energie plus 9. Das heißt, das sieht schlecht aus. So, dann gucken wir mal, was können wir hier an Werkzeugen machen. Was haben wir? Natürlich. Die Taschenlampe. Die frisst auch Strom, wenn du die anmachst, du Dummi. Was haben wir noch? Was brauchen wir hier? Diesen Höllenschwefel. Na, den holen wir uns jetzt. Das holen wir uns als nächstes. Erstmal schnell noch was zu essen. Und noch was zu essen. Und Wasser. Das heißt, wir müssen jetzt das Schwefel holen, damit wir es aber gesagt haben, um die Station zu reparieren, damit wir Energie erstmal haben genug. Rein damit. Weg, weg. Das bleibt da, das bleibt da. Das bleibt da, das bleibt da. Glas einmal, Glas haben wir. Oh. Die raus da. Du auf die 2, du auf die 1, du auf die 4. Normalerweise kommt hier das Reparaturset hin. Ganz raus. Warum auch immer. Dann packen wir sie hier hin. Damit sind wir doch schon mal ganz gut ausgerüstet. So, rein damit, rein damit. Rüber. Okay. Wieder die falsche Taste. Nochmal gucken. Die Schwimmflossen, die kriegen wir hin. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally. Fehlt einmal Glas. Und Silber, ja, deswegen war das Silbererz. Jetzt erinnere ich mich. Ja, genau. Und was haben wir? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wenn es jetzt ja, kleinen Moment. Und weiter geht's. Das haben wir alles. Das heißt, wir haben jetzt Inventar. Das wieder raus aus der Leiste. Haben wir das? Was? Das?
gar nicht mal so schlecht. Und wir leben noch nicht gestorben. Noch nicht. Wir arbeiten dran. Jetzt sind wir voll gedankt hier, Sauerstoff. Das haben wir. Der Fisch, Fisch. Da, ist da vielleicht Silber drin? Nein, Kupfer. Toll, Schrott sammeln. Die tun wir auch gleich scannen. Unsere Pumpstation. Na, na. Ich hätte gern Sauerstoff. Sauerstoff. So, na, einmal geht noch, komm. Ja, sehr schön. Immer noch kein Silber da. Wir haben noch kein Silber. Den steck mal ein. Da ist es. So, Station. Und gucken wir mal ein bisschen in die Richtung. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Salz. Nee, den lassen wir es mal liegen. Also ich klopfe mir jetzt nicht das Inventar zu. Dann finden wir was Gutes oder was Schönes und kann es nicht mitnehmen. Nein. Jetzt brauche ich das Equipment, aber erstmal für die Kurzstreckenscans. So. Yeah, und wieder runter. Was haben wir denn da? Was sind diese Auftriebsteile? Nein. Scannerraum. Sehr gut. Noch keine Basis, aber wir haben schon Teile vom Scannerraum. Atommüllbehälter. Ja, ist ja super. Können wir hier die das Zeug auch gleich verstrahlen? Sauerstoff, ja, ich weiß. Sauerstoff haben wir oben, jede Menge noch. Das Regal kann ich nicht scannen? Nein. Den hatten wir gerade, warum wollen wir den eigentlich nicht einpacken, wenn wir den scannt haben? Schade. Haben wir da noch? Seemottenfragment. Okay. Ja. Yeah. Da haben wir wieder die 30 Sekunden. Aber immer noch kein Silber.
Salz. Salz. Was ist denn da? Nein, das hat jetzt keinen Zweck. Dann lieber nochmal auftauchen, schnell. Wieder ein Fragment. Ich weiß gar nicht, braucht man da drei Teile von? Da ist noch was. Das könnte Silber gewesen sein. Das ist wieder ein Fisch, der mich lieb hat. Und nach oben. Oxygen. Sauerstoff hier auch. So. Was ist das denn? Ach ja, Spielerei, vergisst man natürlich wieder Sauerstoff. Aber waren ja nicht weit weg. Waren ja nicht weit weg von oben. Wahnsinn, was man auf den großen Fisch scannen kann und finden kann. Kann man den auch essen? Ausprobieren. Ja, erstmal nach Hause. Vielleicht kriegen wir die andere Flasche noch hin, dann haben wir noch ein bisschen Sauerstoff. Silber müsste, glaube ich, dabei gewesen sein. Da müssen wir in die Richtung. Dann schauen wir mal.
30 seconds. Ist ein bisschen lästig mit dem Auftauchen, aber es ist momentan nicht anders zu machen. Wir müssen sie erstmal Stück für Stück vorarbeiten. Den Höhlenschwefel haben wir vergessen. Ach, Mann. Dafür. Da kommen wir noch nicht weiter. Klar. Nö. Und jetzt das Silber. Ja, Silber ist da. Dann war das doch Silber vorhin. Und mal nicht gestorben. Herrlich. Das rüber, das, das. Den tun wir gleich verputzen. Den hinterher. Gut. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, wieder so eine Box zu basteln, dass wir unten im Wasser was lagern können. Machen wir gleich mal zwei. Alle guten Dinge sind drei. Die kriegen wir noch hin. Die werden wir jetzt gleich unten verteilen. Wo stelle ich sie hin? Das hier. Mal runter. Das letzte Mal stand meine Kapsel ein bisschen anders. Habe ich das Gefühl? Gefühlt anders? Hier auf dem Berg. Hier macht sich das gut. Was kriegen wir hier rein? Salzablagerung, das, das und das. Das nehmen wir mit hoch. Da machen wir nochmal. Nein. Nochmal Schrott raus. Und wir könnten das mal auftauchen und dann gucken wir gleich nochmal nach Höhlenstau, Höhlenstau. Höhlenstau. Weiß nicht, warum der jetzt hier so rumfließt manchmal. Frage ich mich ernsthaft, finde ich den jetzt auf die Schnelle oder nicht? Oder war das jetzt für eine Todesnummer? Da kommt die Station, die nehmen wir mit. Na komm, einmal noch. Jetzt zweimal. Caution.
Ja, die wird uns wohl bald, die Aurora wird uns wohl wahrscheinlich bald um die Ohren fliegen. Ein bisschen. Ich hatte da vorne so schöne Höhen. 30 Sekunden, ja. Also tauchen wir es mal auf. Also die große Flasche wäre schon der grüne Abschluss, würde ich jetzt sagen. Was ist denn hier? Ey, gleich mitnehmen. Ja, wir sind immer nicht schnell genug entgegengeschwommen, aber es ist jetzt erstmal egal. Aber wir kriegen das erstmal. Kriegen wir das noch hin? Ja, kriegen wir hin. Wird knapp, aber es funktioniert. Hand leer und hoch. Damit haben wir noch einen schönen Abschluss, würde ich jetzt meinen. Vielleicht finden wir hier noch was zum Scannen. Nein, die ist zu. Ah! Gravitationsfalle. Ja. Das sollte doch jetzt erstmal reichen, um die Flasche zu bauen. Ja, 30 Sekunden. Jetzt schnell hoch. Zurück. Und jetzt probieren wir mal, ob wir die Sauerstoffflasche noch kriegen. Und dann wäre das eigentlich, nicht eigentlich, sondern dann wäre das der krönende Abschluss. Das haben wir auch. Oh, wir haben den Segler komplett. Super. Eigentlich weniger hier rein. Nein, das hat keinen Zweck. Das bringt jetzt gar nichts hier. Oh. Erstmal zurück. Packen wir noch zwei davon ein.
Nun bin ich gespannt, ob es klappt. Ob alles dafür da ist, dass wir die große Flasche machen können. Glas. Können wir noch ein Glas machen? Nein! Gut, dann machen wir jetzt die Batterie noch. Dann machen wir den Schrott noch weg. Aber wir kriegen das Reparaturwerkzeug hin. Damit können wir erstmal die Rettungskapsel reparieren und haben erstmal vernünftig Strom, weil plus 9 ist nicht viel. Ja. Damit haben wir das auch schon mal weg. In dem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge und tschüss.